Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Gold Rush the Game. Wir waren letztes Mal ja hier beschäftigt und haben ein bisschen Gold zusammengesucht. Das Gold habe ich mittlerweile alles auch wieder verkauft. Und jo, es sind seitdem etlich, ja, 2-3 Monate vergangen. Das Spiel hat ewig viele Updates und Hotfixes reingehauen. Also man ist echt dran, das Spiel zu optimieren, zu verbessern. Jo, wir schlafen jetzt mal hier bis zur Dämmerung. Und es sind einige neue Features dazugekommen. Und die beinhalten neue Maschinen, neue, ja, Features, die jetzt zum Beispiel das Gold betreffen, dass man jetzt zum Beispiel ja, die Goldanreicherung an verschiedenen Stellen anders ist. Also es, bisher war es so, wir haben gewusst, dass man pro Baggerschaufel so und so viel Goldanteil hat. So, das ist aber niemals so. Also wer die Serie Gold, also Goldrausch in Alaska kennt, der weiß, dass man im Endeffekt hier buddeln kann, hier kann nichts drin sein und keine Ahnung, 20, 50 Meter weiter ist plötzlich was, also da sind die Goldadern und so sollte das eigentlich auch sein. Dasselbe, was auch ein geiles Feature ist, dass jetzt Maschinen kaputt gehen können. Ja, weil das ist einfach, finde ich, vom Real Life sehr weit weg gewesen davor. Das habe ich ja schon mal gesagt in dem Part, dass ich es feiern würde, wenn auch Sachen kaputt gehen würden. Zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, Batterie oder irgendwelche Schläuche oder sowas oder irgendwie von Bagger, die, ja, die Schaufel oder was auch immer. Generell irgendwas, was irgendwie kaputt gehen kann und das ist jetzt auch so. Man kann jetzt das Feature auch ausschalten, dass was kaputt geht, aber ich finde eigentlich, so habe ich es mir eigentlich immer gewünscht und das Spiel verbessert sich von Mal zu Mal, von Update zu Update. Ist echt mega geil, muss man ehrlich sagen, die neuen Features. Jetzt gibt es nur ein Thema noch und zwar, man beginnt Season 2 damit. Das heißt, der Fortschritt oder alles, was man hatte, ist dann weg, wenn man das beginnt. Man kann jetzt in das Hotel fahren und die Season 2, also hier die Season 2, dann beginnen. Und dann ist alles weg, was man aufgebaut hat. Ich glaube, das Geld und das Gold, was man noch hat, das wird mitgenommen, wenn man das möchte. Man kann komplett neu anfangen oder halt das Geld und das Gold, glaube ich, mitnehmen. Und ja, aber alles, was man hatte, wenn man jetzt zum Beispiel schon einen Claim gekauft hat, dann ist der weg oder die Arbeiter oder so. Das ist dann alles weg, alle Maschinen werden auf Null zurückgesetzt. Aber dafür hat man dann halt neue Features, wie zum Beispiel jetzt halt 2 neue Maschinen und dass man halt, ja, die Goldanreicherung an unterschiedlichen Stellen mehr ist oder auch weniger. Das heißt, man kann Erfolg haben oder auch nicht. Würde ich höchstpersönlich eher mehr feiern, also das, die Season 2. Es behebt ziemlich viele Fehler vom Spiel, wenn man das, die Season 2 beginnt. Es lädt dann auch neue Sachen runter und so. Und das würde ich eher feiern. Also ihr könnt, wir werden jetzt die Season 2 mal heute noch nicht beginnen. Aber ihr könnt ja mal in den Kommentaren abstimmen, was ihr mehr hättet. Dass wir von neu anfangen. Also vielleicht auch das Gold mitnehmen, wenn es geht. Und das Geld. Und dann einfach neu anfangen und uns Maschinen kaufen. Vielleicht können wir auch die Maschinen verkaufen. Das geht vielleicht auch noch. Dafür haben wir halt weniger Bugs. 2 neue Maschinen mindestens. Und wahrscheinlich später in der Zukunft weniger Problematiken. Und natürlich, dass man wirklich Glück haben muss, um Gold zu finden. Das finde ich halt der Ansporn da dran. Jo, jetzt sind wir schon an den Maschinen vorbeigefahren. Die wollte ich euch nämlich noch zeigen. Das Video wird dann heute etwas kürzer. Dafür gibt es dann, sobald ihr abgestimmt habt, wieder, ja, vermehrt Videos. Weil ihr halt das schon lockt, die neuen Sachen. So, wir gucken uns jetzt mal an, ob sich was getan hat. Was ist denn das? Zählt es auch dazu als Maschine? Wir sind auf der Rückseite. Können wir da jetzt irgendwie rüber? Das war ein bisschen ein Fail. Müssen wir außen rumlaufen hier. Ah ne, passt schon. Passt. Jo. Können wir mal abstimmen. So, wir gucken jetzt mal, ob sich da was getan hat. Irgendwas Neues dazugekommen ist. Das war ja der Frankenstein, dieses riesen Vorderband. Das musste man mit einem, ja, extra Pack kaufen noch, aber die restlichen Updates waren jetzt gratis.
Jo, hier hat sich eigentlich nicht viel getan. Ich weiß nicht, ob der schon da stand. Rütteltisch, der war letztes Mal schon da. D-Rocker, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Dann haben wir hier eine Pflanzmaschine. Ich weiß nicht, was die bringen soll. Sehr seltsam. Pflanzmaschine. Wir sind doch bei Gold Rush, nicht hier, keine Ahnung, bei Landwirtschaftssimulator. Jo, könnt ihr mal Kommi schreiben, was ihr denkt, was die bringt. Kiespumpe. Vielleicht irgendwie das, vielleicht wird ja jetzt Abraum endlich mal angesammelt. Das wäre auch geil. Das heißt, wenn man ja Sachen verarbeitet, dann landet ja unter dem Vorderband, landet ja dann ewig viel Abraum, also Restmaterial, sowas wie Kies, Steine und so weiter. Und das muss ja auch irgendwie weg. Ich finde, ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell aussieht. Bisher war es ja so, dass ja, dass es einfach nur runtergefallen ist und sich nichts angesammelt hat. Vielleicht ist es jetzt ja durch das Update anders. Wäre ganz geil. Weil dann müsste man noch zusätzlich was machen. Fließband, das war glaube ich schon da. Container des Fließbands. Oder war das überhaupt schon da in der Größe? Weiß ich gar nicht. Aber sonst der Rest gut. Waschrinne, Rock S. Waschrinne, TDJ, okay. Das weiß ich alles nicht, für was man das brauchen kann. Alles neue Sachen, ich bin mal gespannt. Wenn man natürlich in Season 2 gehen, gibt es noch mal mehr Neues. Da könnt ihr ja dann abstimmen. Wäre mir echt lieb, wenn ihr wirklich, wenn einige mitmachen würden, die die Serie Gold Rush The Game feiern. Und jo. Find's lustig, die Polizei sollte eigentlich auch mal was machen. Zur Minenaufsicht oder sowas fehlt hier noch. So, dann geht ja jetzt einiges kaputt. Das heißt, es müssten eigentlich auch Ersatzmaterialien im Shop jetzt drin sein. Wir gucken mal, da hat sich eigentlich nichts verändert. Das ist neu. Gold Nuggetator. Oh Gott, sieht das kurios aus. Kann man da irgendwie Gold Nuggets rausholen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall braucht es wieder sehr viel Zeug, so wie es aussieht. Muss man ziemlich viel anschließen. Das ist eine gigantische Wasserpumpe. Elektrisch sogar, okay. Die anderen waren ja immer mit ja, Benzin. Und das ist auch hier dieselbe mit Benzin. Ich weiß nicht, ob man den Hammer. Nee, das ist ein anderer. Wir hatten noch mal diesen. Ah ja, den hatten wir. Genau, die mobile Waschanlage, die bleibt dieselbe. Kleine Elektrisch. Ah, die gibt es jetzt auch in elektrisch, okay, in kleinen. Schon mal cool. Klar, die Schläuche müssen dementsprechend auch größer sein und die Kupplungsstücke. Es gibt hier noch so ein jo, großer Wasserverteiler. Da hat sie eigentlich nichts getan und hier eigentlich auch nicht. Das bleibt eigentlich so gut, wie es geht gleich. Okay. Das hat ist neu, diese komischen Gitter. Federn für die Waschanlage. Ich weiß nicht, irgendwas gab es letztes Mal schon. Wahrscheinlich gingen die schon kaputt. Das weiß ich aber nicht mehr. Aber es sind noch weniger Ersatzteile bisher. Ja, okay, Piston, das weiß ich nicht. Batterien, die gab es ja schon mal. Die muss man dann auch austauschen dann. Die waren ja bisher nur für die Lampen. Jo, Truckrad und Rad für die mobile Waschanlage, da kann jetzt was kaputt gehen. Und das ist natürlich dann schon interessant. Und hier sind jetzt natürlich, jo, für den Bohrer wahrscheinlich zum Testbohren machen. Die gehen halt auch irgendwann mal kaputt. Wagenheber, da muss man, ja, da hat schon jetzt einiges. Zahn, inneres Zahnrad, äußeres Zahnrad, Kraftstofffilter. Jo, hat ja schon einiges Neues drin. Alles zum Reparieren von den Maschinen. Das ist schon mal interessant. Also da kann man dann einiges machen. Bin mal gespannt, wann dann, wie oft sowas kaputt geht. Zu oft sollte es natürlich auch nicht sein. So, ja, wir gehen dann wieder zurück. Ich bin mal gespannt. Also wenn ihr euch entscheidet für Season 2, was ich eigentlich auch Lust hätte.
weil es vor allem mehr an der Realität grenzt als das jetzige Spiel, dann wird es echt spannend, weil dann kann man halt auch ziemlich viel Pech oder Glück haben und man muss sehr viel mit Punkten arbeiten. Punkten meine ich damit, man hat, ich glaube, warte mal, Karte des Goldes. Genau, man hat hier so, ja, Punkturierungen. Damit tust du ja erstmal gucken, okay, ich nehme jetzt mal den Sektor hier, die 314, und mache da mal eine Tesh-Bohrung. Wie sieht das hier so aus? Ja, und dann wird es da, glaube ich, eingetragen, jo, wie viel Gold man da gefunden hat. Und dann sucht man sich natürlich dumm und dämlich. Das ist ja jetzt unser Claim, unsere Parzelle hier, Parzelle 1. Ja, und da muss man halt suchen und ein bisschen Glück haben, weil sonst verbraucht man natürlich viel Zeit und Geld für nichts. Und so finde ich es eigentlich, so sollte das Spiel auch sein. Da steht auch Bohrungsnummer, Quadrat, Zeit und Tag, komplette Menge des Goldes, Goldader, Tiefe der Bohrung. Das ist echt sehr, sehr detailliert, muss man sagen. Und ja, das wäre dann halt jetzt einfach mal mehr Real Life gebunden, wenn man dann halt auch mal Pech haben kann und nichts entdeckt oder nur eine geringe Menge oder dass man halt voll die fette Ader gefunden hat. Das heißt, also meine Stimme ist auf jeden Fall für eine neue Season. Vielleicht kann man das Geld und das Gold mitnehmen, aber ich bin mal gespannt, was ihr da davon haltet. Und ja, wir gucken jetzt mal. Wir hätten eigentlich nur schauen können, ob man die Fahrzeuge verkaufen kann, aber ich glaube nicht. Wir fangen dann komplett mit den 10.000 Dollar an, wenn wir das machen. Und dann ist in Ordnung. Dann müssen wir halt wieder alles von vorne aufbauen. Dann könnt ihr ja noch abstimmen, ob es euch lieber wäre, dass man trotzdem noch die Parts macht, auch wenn man von vorne aufbaut. Oder ob ich erstmal wieder alles so aufbaue, wie es war. Wie wir es hatten. Das könnt ihr dann auch noch abstimmen. Wow. Okay, ja, solche Bugs sind natürlich richtig ärgerlich. Okay, also, es ist schon mal was kaputt gegangen. Es hat schon mal funktioniert, das neue Feature. Echt kurios. Ob man die wieder kriegen. Ich glaube, die kann man nämlich nicht kaufen. Die Abdeckhaube hier. Aber schon mal interessant, es ist die erste Sache kaputt gegangen. Aber vielleicht ist ja nachher wieder da oder es ist ein Bug. Jo, wir müssten natürlich das alles wieder neu aufbauen. Hätten natürlich dann aber auch wieder was zum Baggern. Aber es ist halt schon eine Menge. Oh, die ist sogar durchgelaufen, das ist natürlich weniger gut. Auf jeden Fall schon mal nicht die Umwelt zugute hier. Jo, aber wir waren ja noch nicht weit. Also es wäre eher weniger das Problem. Ja, wenn dann würden wir dann das nächste Mal hier weitermachen. Und ja, ich bin gespannt auf eure Abstimmung. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Schreibt auf jeden Fall viel in die Kommentare. Jo, wie gesagt, wie ihr abstimmen würdet oder dann auch noch, ob wir dann bis zu dem Punkt wieder hinarbeiten mit Parts oder ohne Parts. Das würde mich am meisten von euch interessieren. Danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao.